Und nun, direkt aus Encino, Amerikas Lieblingspirat und Präsident des SpongeBob-Schwammkoch-Fanclubs, Patchy, der... Patchy! Patchy! Ho, 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 ho! Yo, ho, ho! Hallo! Ich bin Patchy! Patchy! Präsident des SpongeBob-Schwammkoch-Fanclubs! Schon besser, was? Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Ganz genau, Patty. Es ist Weihnachten. Kanachten. Und auf allen Weltmeeren gibt's nichts Besseres als das Bikini-Weihnachtsfest. Das ist schon eine ganz besondere Jahreszeit. Und ich sag euch, SpongeBob ist sicher schon mitten in den Weihnachtsvorbereitungen. Ich bin ich. Für ein Lebewesen ohne Rückgrat war das doch ziemlich gut. Ist gut. Und unser alter Kumpel Patrick hilft bestimmt tüchtig. Ich bin auch schon voll... Mach einen Abflug, du fliegender Verrückter! Mädchen, bitte! Potti, dieser Kuchenteig hier ist für die Kinder und nicht für blöde Papageien! Was war das? Dreimal! Ja! Und wir wissen ja, was es heißt, wenn es dreimal läutet! Ein Eis umsonst! Nein, es ist Zeit, die Fanpost zu öffnen! Hier jetzt, du fieses Federvieh! Also dieser Brief hier kommt von... Hand! Lieber SpongeBob, ich bin eine zart gefiederte kleine Nervensäge. Mit besten Grüßen. Name der Redaktion bekannt. Oh! Oh! So, es gab eine Zeit, in der Kant in Bikini Bottom völlig unbekannt war. Hey, wer will die Geschichte von Kants allererstem Weihnachten hören? Dann geht's jetzt los. So. So. Und alle tun so, als ob sie Früchtekuchen mögen. Ein Flaschengeist. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber jeder, der in dieser Welt freiwillig Sachen verschenkt, verschenkt freiwillig Sachen. Es ist doch völlig unfassbar, dass ein kostümierter Fettsack in Häuser einbricht und Geschenke hinterlässt. Fast wie ein Flaschengeist. Sei still, du Nörgler. Ich versuche mich zu konzentrieren. Da hast du dein Blatt. Da sind ja gar keine Buchstaben drauf. Noch nicht. Yippie, Eisdog. Jetzt habe ich mein Papier zerrissen. Ja. Meinen kannst du auch abschicken. Und was hast du dir gewünscht? Noch mal ein Blatt Papier.